Als nächstes kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7. Da geht es um die Situation der Bauern und Bäuerinnen im vergangenen Jahr, Berichtsjahr 2020. Können wir abstimmen? Die bäuerlichen Einkommen sind im Vorjahr leicht gestiegen. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsvollstreckungsgesetz geändert wird, in 1176 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Fürst, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatzantrag eingebracht. Ich werde daher zunächst über den erwähnten Zusatzantrag und anschließend über den Gesetzentwurf abstimmen lassen. Ich frage alle Abgeordneten, ob sie dem Zusatzantrag der Abgeordneten Fürst mit Einfügung einer Ziffer 1a ihre Zustimmung geben. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Ich komme zur Abstimmung über den gegenständlichen Gesetz. Die Landwirtschaftsministerin mit dem Innenminister. Da gibt es jetzt gleich einen Wechsel. Grüner Bericht, klarerweise Ressortzugehörigkeit zu Landwirtschaftsministerin Köstinger. Wenn die dritte Lesung seine Zustimmung gibt, dann bitte ich um ein Zeichen. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Damit gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 6. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesverfassungsgesetz, das verwaltungsrechtliche Covid-19-Begleitgesetz und das Covid-19-Begleitgesetz Vergabe geändert werden, samt Titel und Eingang in 1222 der Beilagen. Da der vorliegende Gesetzentwurf eine Änderung des Bundesverfassungsgesetzes, eines Bundesverfassungsgesetzes sowie eine Verfassungsbestimmung enthält, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Absatz 2 Ziffer 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit und verfassungsmäßig vorgesehene Anzahl der Abgeordneten auch fest. Ich bitte nun jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen, um ein bejahendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. Wir kommen somit zur dritten Lesung. Wer in dritter Lesung seine Zustimmung gibt, dem ersuche ich um ein Zeichen. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung beschlossen und ausdrücklich stelle ich auch noch einmal die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest.